Mein Name ist Daniela Datrindade und ich bin die pädagogische Leitung von Villa Familia. Wir haben hier in Karlsberg in den letzten 10 Jahren verschiedene Angebote für Kinder, Familien und für Paare entwickelt. Dazu gehört die Vermittlung und Betreuung von Pflegekindern und ihren Pflegefamilien. Präventiv hatten wir uns vor einigen Jahren außerdem entschlossen, Wohngruppen für junge Frauen, für junge Familien zu entwickeln, um einer Herausnahme der Kinder vorzubeugen. Es gibt jedoch Kinder, die können weder in ihrer eigenen Familie noch in einer Pflegefamilie leben. Und so halten wir jetzt die Kinderscheune als nächst folgerichtigen Schritt. Hier soll ein inklusives, stationäres Wohnumfeld für Kinder entstehen, ein Zuhause, das bleibt. Kinder, die in der Natur leben, gemeinsam mit ihren Betreuern, tiergestützte Angebote. Und wir sind sehr zuversichtlich, dass es das ist, was die Region hier braucht, was die Familien hier brauchen und vor allem die Kinder. Mein Name ist Frank Rüttger. Ich bin Bürgermeister der Verbandsgemeinde Leininger Land und ich stehe heute hier in Karlsberg bei der Kinderscheune der Villa Familia. Um dem Kindeswohl heute gerecht zu werden und den sehr verschiedenen und breiten Anforderungen in dem Bereich, ist es zwingend erforderlich, ein starkes Netzwerk zu schaffen, in dem alle Beteiligten dabei sind. Das heißt, beginnend mit den Eltern, den Kindern, Pflegeeltern, Institutionen, Behörden, insbesondere aber auch mit den freien Trägern der Jugendhilfe. Hallo, mein Name ist Simon Gruhle. Ich bin künftig zuständig für die Leitung der Kinderscheune und bin aktuell betraut mit dem pädagogischen Teil des Aufbaus der Kinderscheune. Die Kinderscheune als stationäres, inklusives Wohngruppenangebot ist unser erster Schritt in diese Richtung. Zur Erläuterung, in einer Großfamilie beispielsweise sind nicht alle Menschen gleich. Und doch hat jeder Einzelne mit seinen eigenen Fähigkeiten eine wichtige Rolle und eine Bedeutung für die Gemeinschaft. Die Aktivitäten der Villa Familia sind eine Bereicherung für unseren Ort. Und ich freue mich sehr, dass es nun einen Weg gibt, die Kinderscheune ins Leben zu rufen. Diese Kinderscheune haben wir bereits vor Jahren im Gemeinderat als Konzept vorgestellt bekommen und für sehr gut befunden. Und die Villa Familia wird mit der Kinderscheune neue Wege gehen in der Betreuung von Kindern und Jugendlichen. Und wir freuen uns sehr, wenn das Projekt nun realisiert wird. Mein Name ist Andreas Datrindade, ich bin die unternehmerische Leitung der Villa Familia und Natur- und Wildnispädagoge. Ich freue mich sehr, dass wir mit der Kinderscheune nicht nur ein großzügiges Wohnraumangebot mit über 1000 Quadratmetern Nutz- und Wohnfläche, sondern auch ein wunderschön angelegtes Grundstück mit über 2000 Quadratmetern, welches direkt an dem Biosphärenreservat Pfälzerwald anschließend, dem größten zusammenhängenden Waldgebiet Deutschlands. Ein wesentlicher Faktor unserer Arbeit mit Kindern ist, Kinder wieder neu in Verbindung zu bringen. Verbindung mit sich selbst und mit ihrem Umfeld. Kinder haben immer wieder die Themen, dass sie aufgrund von biografischen Erfahrungen die Fähigkeiten, in Verbindung zu treten, verlernt haben. An dieser Stelle setzen wir an. Wir möchten Kinder mit Hilfe von natur- und tierpädagogischen Angeboten wieder neu in Verbindung bringen. Die Kinderscheune bietet hierfür den idealen Raum. Ich bin sicher, dass wir mit der Kinderscheune einen wesentlichen gesellschaftlichen Beitrag leisten und freue mich auf alle Kinder, die in den kommenden Jahren hier ein Zuhause finden, das bleibt.